Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge 347 von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal, WSD ist falsch, wir gehen wieder dahin und nehmen die Pfeiltasten. Den Zug, der wahrscheinlich jetzt schon hier irgendwo angekommen ist, schon da reingefahren ist. Ah, hier oben steht er, glaube ich. Den haben wir ja letztes Mal ein bisschen angepasst und das wollten wir bei weiteren Zügen, die Minus fahren, auch noch machen. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir das noch im Intro hinkriegen, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal hier die Liste aufrufen von Zügen. Das war ja der. Filtern wir den? Bezeichnung? Ne, Bezeichnung wollen wir den nicht filtern. Nach Gewinn wollen wir filtern. Das war der jetzt hier wohl. Auf und abwärts. Hier ist jetzt Minus. Jetzt müssen wir den hier mal aufrufen und müssen mal gucken, wo der so rumflitzt. Achso, da müssen wir jetzt hier das Auge nehmen. Güterzug, Verpackung, Zementwerk. Fahrzeugdetails, nee, statt Fahrplan. Floto, Verpackungshersteller. Von da fährt er nach. Da, okay, das ist die untere Strecke da. Jetzt ist die Frage, was transportiert der sonst noch so? Hier hat er Paletten und Sand gibt's hier. Und der kann aber nur Paletten transportieren. Wie kommt denn der Sand dann hier weg? Ach so, der Sand kommt hier hin, weil das Kraftwerk, das Zementwerk den Sand ja braucht. Und weil ich habe keinen blassen Schimmer, kommt hier noch ein weiterer Zug an? Ah ja, da sind noch drei Züge, die hier sowieso ankommen. Okay, alles klar. Aber wofür ist der jetzt da? Okay, der ist jetzt auch geladen mit 188 Teilen. Die bringt er jetzt wahrscheinlich dann nur hier hin, ne? Hier ist aber nichts auf der Warteliste. Und das hier ist ja nicht, dass wir da Möbel brauchen, oder? Verpackungshersteller. Was hat er nochmal an Bord gehabt? Betonfertigteile, Möbel und Zement. Der fährt aber nur bis hier hin, oder? Oder fährt er woanders hin? Ne, hier ist die Verpackungsfabrik, oder? So ist ja diese hier. Ja, ne, der fährt eigentlich hier hin, denke ich. Warum fährt denn der da oben nicht lang? Na super. Weil es da kein Signal gibt, fährt er nicht da oben lang. Alles klar. Das ist ja auch doof. Dafür haben wir doch die Brücke extra gebaut, ne? Das bedeutet, hier fehlt uns noch ein Signal. Dann wird er da lang fahren, denke ich mal, das nächste Mal. Okay. Der liefert da jetzt ab, denke ich mal, ne? Und der fährt sofort durch. Das ist doof, das wollen wir schon mal nicht so haben, ne? Warte auf Mindestbeladung. Wir machen hier feste Abfahrtzeiten. Wir... Abfahrten im Monat. 15 Abfahrten im Monat, das ist alle 2 Tage rundweg. Und hier kann er stehen bleiben, würde ich sagen. Ja. Ab und zu muss er ja davon hinten da unten holen, ne? Damit er die Sachen, die er jetzt gerade auch geholt hat und hier abliefert, was er ja hoffentlich macht. Nee. Fährt er jetzt mit den Klamotten wieder durch die Gegend? Nee, hat er ja abgeliefert. Ist das schon sofort in diesem Zug drin? Ah, das ist sofort in dem Zug drin. Alles klar. Betonfertigteile sind da drin, Möbel sind drin und der Zement ist auch drin. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ist nur die Frage. Diesmal sind 310 Paletten hier am Warten. Ja, das würde bedeuten... Der Zug fährt doch gar nicht so viel Minus ein. Wir haben März. Aber er hat 145.000 Minus schon. Und 1.080 können wir da mitfahren.
Fährt denn hier noch ein anderer Zug rein? Ja, hatten wir schon geguckt, Sand und so, ne? Vielleicht sollten wir doch ein zweites Gleis hier noch anbauen, damit er hier auch ein bisschen stehen bleiben kann, oder? 214 hat er jetzt. Lass uns mal ein zweites Gleis machen. Was haben wir denn hier für ein Gleis? Höchstgeschwindigkeit 160 und der fährt maximal 100. Okay, dann ziehen wir ja auch mal gerade die 160 rein. Und machen das so. Und dann müssen wir das Signal dann noch austauschen. Machen wir da so ein Signal hin und das andere können wir wegreißen. Dann sollte das funktionieren, dass die da auch auswählen können. Jetzt ist die Frage, wann kommt der zweite Zug oder ein weiterer Zug? So, fährt er da oben drüber? Ich hoffe es. Oder fährt er jetzt hier hinten irgendwo lang? Ne, ich glaube schon, dass er jetzt hier rüber fährt, ne? Ja. Okay, aber diesen Fahrplan. Ne, vielleicht brauchen wir das nicht ändern, weil er hier jetzt Wartezeit hat. Da passiert ja nichts hier, da bringt er ja nur hin. Lupe einmal, Zug einmal. Das ist geklärt. Entlädt jetzt alles, wunderbar. Ja, der hat noch 40 offen, aber der ist jetzt gerade gleich sofort wieder losgefahren. Wieso das denn? Ha, stehe ich jetzt nicht. Fahrplan. Braucht der so lange? Könnte natürlich auch sein, ne? Ja. Wo ist das jetzt? Das ist da. So, ihn noch mal her. Mach mal Fahrplan, Verpackungsherstellung. Ach, beim Zementwerk haben wir das gemacht, die Einstellung, nicht vom Verpackungshersteller. Ja, dann ist es, glaube ich, auch ziemlich egal, oder? Hä? Ach so, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Fahrplan. Fahren wir wieder zum Zementwerk. Da habe ich was falsch gerade gemacht. Und hier unten sollte er ein bisschen stehen dann, oder? Da kommt er jetzt und jetzt müssen wir gucken, ob er da wartet. Oder er wäre voll, dann darf er ja sofort fahren, aber voll ist er ja nicht, oder? Es kommt zwar noch eine Palette hier rein, Zement, aber doch, da waren jetzt 10, glaube ich, hier drauf gekommen, ne? Aber voll wird er hier trotzdem nicht, oder? Aber da kann er ruhig stehen bleiben, das ist ja halb so wild. Ja, 166. Hier ist jetzt ein Kipper, zwei Kipper. Ach so, da ist ein Ding hier. Ein LKW ist was anderes. Der bringt Paletten, aber gerade sind keine da. Okay, der hat jetzt Zement drauf und bringt den Zement weg. Okay, der hat was zu tun. Der fährt auch plus ein, also kein Ding. Aber er kann auf dem Rückweg auch was mitbringen. Ich weiß nicht, was hier vielleicht noch angeliefert wird. LKW Steine. Ja, Verpackung Möbel, da wird, okay, da wird auch noch die andere Richtung beliefert. So, er fährt wieder mit 176 Paletten. Okay, er hat aber eine Pause gemacht. Das sollten wir jetzt erstmal so lassen, denke ich. Oder wir könnten, warte mal, wir machen das nochmal und machen den Rhythmus doch ein bisschen länger. Dass er nicht alle 15 Tage fährt, sagen wir mal alle 10, das ist dann ungefähr jeden dritten Tag, soll er da behalten und fahren. Jetzt fährt er da wieder rein, ne? Machen wir gerade.
Gucken wir nochmal rein. 206 hat er jetzt. Ja, das wird trotzdem nicht voll werden, aber es wird auf jeden Fall besser werden, ne? Das Problem ist, dass wir ja hier am Ende auch Verpackungen loswerden wollen. Allerdings werden gerade keine produziert, weil wahrscheinlich die abnehmen. Doch, es werden welche produziert hier. 8, 9, 10. Es werden doch welche produziert. Das heißt, es wird irgendwo was abgenommen. Ist denn hier Möbel, Bier, Beton, fertig, Backwaren? Ne, hier ist jetzt gar nichts drin an Verpackungen. Das dann, dass die Verpackung. Ah ne, warte mal, das ist der Verpackungszug. Ja, da werden ja auch definitiv welche gemacht hier, oder? Ne, die liegen da. Ne, das ist der Verpackungszug. Oh. Ist das der Zug? Nein, das ist nicht der Zug, das ist der Bahnhof. Der Bahnhof hat ja über 800 Paletten, ja doch über 800 Paletten Verpackungsmittel stehen. Er fährt mit 226 jetzt durch die Gegend. Das ist ein bisschen besser als sonst schon. Machen wir einen Fahrplan hier. Und. Ne, das war jetzt verkehrt. Das wollten wir nicht. Wir wollten hier auch feste Abfahrtszeiten haben und die auch auf 10 stellen. So. Dann passt das schon. Dann wartet er hier nämlich auch noch ein bisschen. Ist ja ein Gleis frei. Wo er wartet, spielt keine Rolle, aber vielleicht kann er da was mitnehmen. Das ist der Bahnhof, das ist der andere Zug, der jetzt gleich fahren wird, weil er hier, der untere, ja was abliefert. Hier, er bringt dem ja was. 40 Einheiten da. Wo die Backwaren herkommen, weiß ich jetzt nicht, ne? Ah, guck mal, da, nee, das ist der, ja, ne? Der fährt nur die Schleife, genau. Okay, ich dachte, da käme jetzt gerade ein anderer, aber ist nicht so. So, warum sind hier 920 Paletten? Die ist jetzt die Frage, wo kommen die hin oder wo gehen die hin? Aber das Zementwerk, da müsste der doch gleich voll werden, oder? Ja, tatsächlich, der ist auch voll. Nee, das ist jetzt der Zug. Und der, ja doch, jetzt hat er geladen, ne? Wartezeit ist rum und jetzt fährt er, oder wie sehe ich das? Muss nur warten, bis der andere raus ist. Okay, dann ist der ja positiv am Fahren, das passt. Und hier wird sich das auf Dauer dann auch ein bisschen besser regeln, dass das nicht ganz so tief minus ist wahrscheinlich. Okay, da können wir mit leben, weil, aber der muss ja hin und her fahren, weil er den anderen auch mitversorgt, ne? Okay, dann ist das da geklärt. Können wir zumachen, denke ich. Den haben wir dann hinter uns und ich würde auch sagen, dass wir jetzt hier wieder einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Bis dann. Ciao.